Morgen. Morgen. Das war der geplante Einstieg unseres Vlogs zur Digital X, den ich euch ja letzte Woche versprochen habe. Leider ja, ist aus dem Rest des Vlogs nicht so wirklich was geworden, weil wir einfach ja viele interessante Gespräche hatten, bei ein paar sehr spannenden Vorträgen gewesen sind in den 2 Tagen und darüber das Filmen irgendwie zu kurz kam. Aber ich habe ein paar Schnittbilder, die ich euch zwischendrin auf jeden Fall einblenden werde. Und ansonsten reden Felix und ich heute quasi als Ausgleich oder Entschädigung einfach mal so ein bisschen über die Eindrücke dieser Weltausstellung der Digitalisierung 2022. Und ja, ich bin gespannt, wie Felix das so erlebt hat. Ein bisschen haben wir ja schon gesprochen. Wir haben auch ein paar Eindrücke von Marc mitgebracht. Und würde sagen, wir legen los und damit herzlich willkommen da draußen an die Endgeräte. Ja, Felix, wie war es denn für dich? Also diese 2 Tage, die waren ja doch recht unterschiedlich, nicht nur vom Wetter her, sondern auch von den Eindrücken. Aber wie hast du die Digital X 2022 erlebt? Definitiv. Also vom Wetter her einmal einen sonnigen, heißen Tag, einmal komplett verregnet. Aber dennoch, denke ich, waren beide Tage spannend und erfolgreich zugleich. Zunächst fand ich mal sehr interessant, wie die Messe halt aufgebaut war. Nicht die typische Messe in Messehallen, wo sich Stand an Stand reiht, sondern einfach eine Messe, die durch die Stadt verteilt war. Sicherlich ein hoher Organisationsaufwand, aber einfach ein anderes Messegefühl, sage ich jetzt mal. Ja. Verschiedenste Locations, verschiedene Größen. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Genau, also wir hatten ja wirklich natürlich auch irgendwie so das klassische Messe-Feeling um die großen Bühnen drumherum, vor allen Dingen im Mediapark in Köln, da war ja die Hauptbühne mit den ganzen Ständen. Das war ja schon ja Messe-Feeling oder auch, ich denke an den Stadtgarten mit den ganzen Startups, die da rundherum verteilt waren an den Ständen. Das war ja auch schon eher klassisches Messe-Feeling, aber auch ja überall in der Stadt verteilt. Ja, im Waschsalon, in Barbershops, in Kneipen und überall konnte man hingehen und ja, einfach Digitalisierung erleben. Ja, genau. Man konnte sich halt an den großen Plätzen, sage ich jetzt mal, wirklich dieses normal oder normale Messe-Feeling holen mit großen Bühnen, Vorträgen, allen möglichen großen Unternehmen, die auch vor Ort waren und sehr Präsenz gezeigt haben und ihre neuesten Produkte oder Dienstleistungen vorstellen wollten. Und andererseits halt eben auch diese Waschsalons, Barbershops, wo halt dann natürlich auch Messestände vorhanden waren, aber wo natürlich die Atmosphäre eine ganz andere nochmal ist als in ja, vorbereiteten Stages, sage ich jetzt mal. Ja, an der Stelle passt vielleicht eine der Sachen, auf die Marc hingewiesen hat, ganz gut. Wir haben ja am zweiten Tag mit dem Herrn, mit einem Herrn beim Mittagessen gesprochen, der da am Nebentisch saß. Und der hat ja gesagt, also das ist Messe, wie sie wirklich sein soll. Also wirklich ins Gespräch kommen, auch abseits mal irgendwelcher Messestände, sondern auch mal beim Mittagessen mit den Leuten am Nebentisch irgendwie plaudern oder ja, sich mit Leuten verabreden und zusammen Mittagessen gehen, wie wir es ja auch am ersten Tag gemacht haben mit den ja, mit unseren Partnern von Content Guru und Up on You. Und das war ja auch ganz nett, die mal sich gegenseitig vorzustellen, weil die, glaube ich, auch als Technologieunternehmen beide voneinander profitieren können. Aber ja, auch dieses ja gemeinsam Zeit verbringen und sich nochmal ja ganz informell auch so auszutauschen. Ja, das war super. Vor allem sehr witzig war auch, dass die beiden Stände der beiden unserer beiden Partner direkt nebeneinander waren und die sich ja noch gar nicht kannten. Ja. Also konnten wir quasi wirklich vernetzen sozusagen, was sehr, sehr interessant war und vielleicht ja dann auch noch Früchte trägt. Wäre ja schön, wenn da was passt. Aber zumindest kennen sie sich jetzt mal, das ist schon mal gut. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die Leute dann auch nochmal vor Ort zu sehen, sich mit denen auszutauschen und auch alte Bekannte, sage ich mal, aus Studienzeiten nochmal zu treffen. Ja, das war ja dann auch wirklich, ja, dann da geht man da an so einen Messestand vorbei und auf einmal sieht man Leute, mit denen man studiert hat und ja. Ja. Genau. Auch wieder interessant, welche Produkte, Dienstleistungen oder in welchen Unternehmen ja, die jetzt tätig sind. Also sehr, sehr spannend, wen man da alles so getroffen hat, auf ja, jeden Fall. Also das natürlich und also wenn wir gerade schon von den Produkten reden, das war natürlich auch mal sehr interessant zu sehen, was gibt es alles an ja
Technologien, vor allen Dingen bei so den Startups und so, da waren ja viele dabei, die dann irgendwelche neue Software oder Apps oder so entwickelt hatten und wo ich glaube, wo echt noch viel Potenzial drin steckt in diesem Markt und wo man auch die Digitalisierung eben mit Themen wie Nachhaltigkeit, mit Mitarbeiterbeteiligung und sowas alles verbinden kann, aber auch zum Beispiel mit Gesundheits- oder Wissensmanagement oder sonst irgendwie und die das teilweise auf eine sehr innovative Art und Weise eigentlich machen. Ja, es ging halt, das hat Marc ja auch nochmal gesagt, es ging weit über so eine Digitalisierungsmesse hinaus. Es waren wirklich auch dann die Megatrends sozusagen mit im Fokus, die uns ja dann auch beschäftigen, ja. Die Zukunft der Arbeit oder die Punkte wie Wissensmanagement, die du gerade schon genannt hast, die dann sehr, sehr gut mit solchen digitalen Lösungen verknüpft werden können oder zumindest hatten wir so ein bisschen den Anschein. Mhm. Also ich glaube, wir haben auch viele potenzielle Partner für eine Zusammenarbeit noch gesehen, wo man natürlich sich dann noch ein bisschen informieren muss, nochmal ins Gespräch kommen muss, ob das wirklich dann Sinn macht, aber so von den Grundsätzen her kann man sich da sicherlich irgendwie zusammentun und dann bestimmte Produkte oder bestimmte Leistungen halt auch irgendwie erweitern und verbessern vor allem. Ja, das denke ich auch. Also wie gesagt, ganz spannend, was da alles auch angeboten wird und wo einfach auch Digitalisierung nicht nur als technische Lösung gedacht wird, sondern wo eben auch die Digitalisierung oder digitale Technologien bewusst genutzt werden, um einen positiven Impact auf Unternehmen zu haben. Also wirklich vom Nachhaltigkeit über ganz viele andere Themen, die ich ja vorhin auch schon genannt habe. Und ja, ich denke, da bietet sich auf jeden Fall für die Zukunft noch eine Menge Potenzial. Und was ich glaube ich, oder das glaube ich nicht, das habe ich für mich so als Schluss gezogen, nach diesen Tagen ist eigentlich, dass die Themen, für die wir stehen, die kamen ja auch immer wieder in verschiedensten Vorträgen vor und dass eben Digitalisierung mehr ist als Technologie, sondern dass da eben noch viel, viel mehr hintersteckt. Und das kam ja immer wieder, wie gesagt, in Vorträgen vor und ich glaube, das ist auch ein Riesenthema und langsam wächst auch das Bewusstsein dafür, dass das eben so ist. Ja, da vor Ort war es auf jeden Fall so und ist auch nochmal eine schöne Bestätigung, dass man irgendwie doch am richtigen Weg immer noch ist. Und dass es auch ein zukunftsfähiges Thema ist, mit dem man sich beschäftigt. Und vor allem sehr interessant fand ich halt auch, es wurden ja auch verschiedenste Formate angeboten. Also hast jetzt schon von Vorträgen gesprochen, klar. Da hört man dann auch viel Theorie nochmal. Aber ich fand auch super diese Masterclasses, wo dann wirklich Praxisbeispiele nochmal gezeigt wurden aus den auch größeren Konzernen wie der Telekom. Da kann man natürlich dann in unserer Branche auch noch viel mitnehmen. Wie wird jetzt was in einem großen Konzern gerade aktuell umgesetzt? Wie können wir das auf unsere Kunden vielleicht nutzbar machen? Wie können wir da dann für uns auch weitere Schritte gehen, um unsere Lösungen halt zu verbessern? Ja. Und natürlich ist das auch der Hinweis an die Leute, die jetzt vielleicht auch da draußen sitzen und uns zuschauen. Wenn ihr all diese Themen noch nicht so auf dem Schirm habt, beschäftigt euch mal damit, weil das ist immer noch ein großes Potenzial, was einfach Digitalisierung betrifft, diese ganzen weichen Faktoren da auch mitzunehmen und die dann natürlich auch auf den Erfolg dieser Digitalisierungsmaßnahme zum Beispiel einzahlen. Ja, das hätte ich auch vorher gar nicht so gedacht, dass der Fokus auf dieser Messe so stark auch auf eben diesen Faktoren liegt. Da hätte ich schon tatsächlich gedacht, dass die mehr nur in diese technischen Lösungen investieren oder weiter zumindest in die technischen Lösungen. Da war dann schon, oder zum Positiven halt, überraschend viel weiche Faktoren und abseits der technischen Lösung dabei. Wobei man jetzt, glaube ich, natürlich ein bisschen selbstkritisch sagen muss, dass wir natürlich gezielt dahin gegangen sind, auch wo das der Fall ist. Und ich würde schon sagen, dass der überwiegende Teil dieser Messe schon eher diesen direkten Technikbezug hatte und nicht so die weichen Faktoren im Blick. Oder wie würdest du das? Ja, man hatte natürlich die Möglichkeit, dadurch, dass sie das so ein bisschen geclustert haben nach bestimmten Themen, hat man sich natürlich diese Verbindung schon zusammengesucht, sage ich jetzt mal. Aber auf der anderen Seite ging es bei der Umsetzung der Lösung halt schon auch immer darum, das ganzheitlich zu betrachten, die Digitalisierung ganzheitlich zu betrachten. Klar, wenn ich jetzt einen Roboter verkaufen will, dann stelle ich erstmal das technische Produkt vor. Das ist schon klar. Ja, und wie gesagt, also es war ganz, ganz viel Spannendes auf jeden Fall dabei. Bei den Vorträgen, wenn ich so jetzt das mal Revue passieren lasse, da sind mir eigentlich drei besonders im Gedächtnis geblieben. Das eine war der Vortrag von Klaus Kleber, der ja lange beim ZDF gearbeitet hat und der jetzt einen Film gemacht hat mit dem Titel Utopia, der, soweit ich weiß, auch noch in der Mediathek verfügbar ist.
wo eben ja bestimmte Themen wie Artificial Intelligence, aber auch dieses Neuralink-System ja thematisiert werden, wo auch einer der Ingenieure dabei war, der das maßgeblich mit aufgebaut hat. Aber auch als weiteren ja, Vortragshighlight auf jeden Fall der Auftritt von Steve Wozniak, dem Mitgründer von Apple, der dann zwischendurch mehr oder weniger seine Hose verloren hat auf der Bühne. Das war sehr interessant. Also nicht, dass er die Hose verloren hat, sondern was der so gesagt hat und wie er so Technik sieht. Und ein Punkt ist bei ihm mir besonders im Gedächtnis geblieben, dass er gesagt hat, ja, eigentlich ein Technologieunternehmen oder ein Unternehmen, das Impact erzeugen will, das darf nicht zuerst auf die betriebswirtschaftlichen Sachen gucken und betriebswirtschaftlich reden, sondern das muss innovativ denken und innovativ reden und dann natürlich dabei die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen im Blick behalten, ganz klar. Aber sagt er, ja, das, was wichtig ist, das ist eigentlich der Nerd-Talk und nicht der Business-Talk und die Business ja, Wörter und sowas. Und sagte, er hätte das nie gekonnt, das wäre immer so die Aufgabe von Steve Jobs gewesen. Und das zeigt vielleicht auch, dass das einfach ein wichtiges Paar ist, sozusagen, wenn man natürlich in innovativen Kategorien denkt und eben Wirtschaftlichkeit dabei nicht aus dem Blick verliert. Und als drittes Thema, was ich noch sagen wollte, der Vortrag zum, wie hieß es, Female Empowerment. Ja, genau. Genau, also da waren auch ganz, ganz viele spannende Sachen mit dabei. Das war ja kein Vortrag, es war ja eher so eine Panel-Discussion. Und ja, aber da warst du ja auch mit dabei. Ich weiß nicht, wie da so deine Eindrücke waren, aber ich denke auch positiv. Ja, waren sehr positiv. Vor allem einfach dann aus der anderen Sicht sozusagen nochmal dieses Thema beleuchtet zu bekommen. Welche Probleme haben dann wirklich auch Frauen, um in Führungspositionen zu kommen? Was kann man vielleicht auch unterstützend tun, jetzt auch als Mann, um genau dazu beizutragen und da auch ein gewisses Selbstverständnis dann so langsam integriert zu bekommen. Hm. Also sehr, sehr interessant, die beiden Gesprächspartner auf jeden Fall. Ja, ja gut. Hast du, wenn du jetzt an beide Tage denkst und da einen dicken Strich drunter machst, was war dein Eindruck zur Digital X 2022? Würdest du nochmal hingehen nächstes Jahr? Ich würde nochmal hingehen. Vor allem, wir wurden ja auch eingeladen, von daher. Das stimmt. An der Stelle nochmal vielen Dank an die DINFRA, also beziehungsweise in Form der Abonu GmbH, die uns da ja eingeladen hat sozusagen. Und ja, es war sehr schön auf jeden Fall und vielen Dank dafür. Und wir freuen uns, mit euch zusammenarbeiten zu dürfen. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen an der Stelle. Genau, gar kein Problem, ja. Ich denke schon, dass wir nochmal hingehen sollten oder könnten, weil es jetzt natürlich die erste Messe dieser Größe war, wo wir dann auch gemeinsam waren, haben wir natürlich noch Potenziale, um dann auch weitere Vorträge, Infos, Netzwerk, den Netzwerkcharakter vielleicht noch etwas besser zu nutzen. Oder vielleicht sogar selber mal einen Stand da zu haben. Das kann ja durchaus auch interessant sein für die Zukunft. Das sicherlich auch. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich mich so rausgebracht. Ja, auf jeden Fall sollten wir die Messe auf jeden Fall nochmal besuchen. Es war sehr schön, so viele Eindrücke zu sammeln. Was Marc auch noch gesagt hatte, ja, er hatte so das Gefühl, es wäre so eine Marktstimmung, weil in der ganzen Stadt Leute mit ihren Akkreditierungen um den Hals rumgelaufen sind. Fand ich sehr, sehr interessant, diesen Punkt. Ja. Aber insgesamt glaube ich auch, dass es für uns gut war, nochmal so in einem persönlichen Austausch unterwegs zu sein, nochmal verschiedene Impulse zu sammeln, nochmal zwei komplette Tage miteinander zu verbringen. Es war ja wie so ein Firmenausflug, sage ich jetzt mal. Ja. Da hat sich wieder gezeigt, dass in der Kommunikation dann schon einiges auch leichter fällt und dass dieser persönliche Austausch halt auch immer wieder Raum braucht, um dann gemeinsam irgendwie auch weiterzukommen. Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Beim nächsten Mal sollten wir uns auf jeden Fall dann auch die Übernachtung in Köln gönnen sozusagen und weil wir sind ja jetzt immer hin und her gefahren. Das war dann rückblickend betrachtet nicht ganz so optimal aus meiner Sicht, hatte ich den Eindruck, weil einfach ja einerseits durch die Fahrzeit und du hast vielleicht die Netzwerk-Events abends in den Kneipen und Bars nicht mitgenommen und natürlich auch, es ist was anderes, wenn du direkt morgens schon vor Ort bist und kannst schon die ganz frühen Termine oder Vorträge vielleicht mal mitnehmen und es ist, glaube ich, einfach entspannter. Ja, das denke ich auch. Ansonsten aber wie gesagt, diesen Ausdruck, dass es Messe, wie sie sein soll, das kann ich eigentlich nur unterschreiben, weil es ist einfach eine
ja, viel entspanntere Atmosphäre, fand ich, als wenn wir jetzt in der Köln Messe gewesen wären und du läufst einfach von Stand zu Stand und guckst, ah, was läuft da und so weiter und so. Du kommst immer mal wieder raus, gehst mal ein paar Häuser weiter oder gehst auch mal in ein anderes Quartier rein oder so oder setzt dich wirklich mal in ja ein Restaurant, eine Kneipe, was weiß ich, und kommst mit den Leuten am Nebentisch ins Gespräch bei einem Getränk oder bei einem Mittagessen oder sonst irgendwie. Und ja, das ist einfach auch was Besonderes, denke ich. Und ja, eröffnet nochmal ganz anderen Raum für diese ganzen Messeinhalte abseits von wegen an Ständen stehen. Und ja, ich würde auch auf jeden Fall sagen, wir sind nochmal dabei. Und ich denke auch, es war ein Erfolg, war eine sehr interessante Veranstaltung auf jeden Fall. Und bin gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ja. Hoffen wir, dass die Leute weiterhin so offen für den Austausch sind. Davon gehe ich aus und ich würde sagen, an der Stelle reicht es dann auch für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, soweit noch nicht geschehen, und aktiviert die Glocke, damit ihr in Zukunft kein Video mehr verpasst. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns an der gleichen Stelle in der nächsten Woche wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao! Macht's gut, ciao!